und das Feld bestellen bzw. pflügen. Bis auf die obersten Felder ist ja alles eh schon mit Wasser besorgt worden, versorgt. Das heißt, das müsste eh gut funktionieren. Also von dem her mache ich mir eigentlich eh relativ wenig Sorgen. Ja, und hier ist es jetzt eigentlich primär so, hier soll ein kleiner verwilderter Gang stehen, so ein kleiner Kiesweg. Das heißt, eigentlich brauche ich eine zweite Schicht drunter, die ich aber ganz gerne irgendwie aus einigermaßen soliden Material machen würde. Wie Cobblestone oder sowas. Wo ich dann den Kiesweg draufzimmer und dann den Kiesweg mit Erde einrahme. Und bei manchen Dingen klappt das hier auch. Also das mit der Erde und dem Zaun, das verstehe ich noch nicht so genau, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall ist jetzt, wenn ich hier überall pflüge, einmal drüber gepflügt habe, können keine Tiere mehr spawnen. Glaube ich. Hoffe ich. Also sollte, ich wüsste nicht, warum auf Farmland Tiere spawnen sollen, können, tun, würden. Beste Ausdrucksweise ever. Gut. Ja, man merkt schon irgendwie, dass der Berg etwas unnatürlich so abflacht, aber. Ah ja. Gibt's, denke ich, Schlimmeres. Und warum? Meine FPS waren gerade schon wieder nicht mehr auf der Originalgröße und ich weiß nicht warum. Liegt das denn etwa daran, dass ich meine Renndistanz ist immer noch ist immer noch eins kleiner als Max. Ich verstehe es nicht. Na gut, hier. Ich lege jetzt einfach mal den Weg an, so wie ich meine, dass er cool wäre. Also quasi genau so, wie jetzt halt hier der Kobbel ist, soll dann letztendlich der Kiesweg sein. Wird vielleicht ein bisschen verlaufener. Dass halt noch ein paar zusätzliche kleine Aspekte reinkommen. Ich würde sagen, jetzt machen wir auch bei Nacht mal ein bisschen weiter. Ich meine auch, dass ich das Spiel in der Zwischenzeit nicht neu gestartet habe. Sollte ich eigentlich auch kein wirkliches Problem damit haben, dass jetzt Monster kommen. So. Und hier ist dann jetzt natürlich gewissermaßen der Eingang zum Feld. Jetzt können wir auch gar nicht mehr so richtig große Schlenkerer machen eigentlich. Trotzdem mache ich das mal. Alter, wird das dunkel. Also man sieht ja schon da, der Weg wird, also ich denke mal so etwa wie so verlaufen, wie das jetzt hier ist. So denke ich, wird das gut sein und auch einigermaßen gut aussehen dann. Währenddessen kann ich jetzt hier schon, wo ich eh weiß, dass Ding ist, also kein Weg hinkommt, kann ich hier eigentlich schon dann dorthin klatschen, dass sich hier der Rasen etwas verbreiten kann.
Ja, wenn ich dann auch Lampen hinstellen müssen und sowas. Wahrscheinlich Fackeln auf Zaunpfahlen. Wenn ich das irgendwie hinkriege, dass die da stehen. Ich habe schon so eine Idee, wie es funktionieren könnte. Warte, habe ich das noch dabei? Ja, habe ich sogar. Ich probiere das jetzt mal aus, wie ich meine, dass es eigentlich funktionieren müsste, eine Fackel auf einen Zaun zu setzen. Wartet. So, wenn ich jetzt eine Fackel hier hinstelle, kann die ja nur nach unten. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Das wäre meine Idee gewesen, eine Fackel auf einen Zaun zu stellen. Dadurch, dass das aber nicht funktioniert und gibt es im Moment auch keine Möchtigkeit, das auszutesten, weil Fackel auf den Block stellen und den dann durch Zaun setzen wird nicht funktionieren, weil die Fackel halt sofort abfällt. Das ist sehr schade tatsächlich. So finde ich jetzt. Ich ganz gerne die Fackel eigentlich auf dem Zaun haben würde. Hier ist es jetzt etwas sehr, sehr, sehr gerade. Das warte mal, wir machen das jetzt hier so, dass es hier wirklich eine Stelle gibt, die sehr, sehr, sehr nah am Feld ist. Aber dafür dann hier eine, die dann sehr, sehr, sehr weit weg ist. Weil ich ganz gerne auch mal ausprobieren würde, wie es denn so sich vom Weg her aussieht, wenn eine Stelle nur durch einen wirklichen Zugang erreichbar ist. Das ist wo wirklich ein Weg, wo der Weg eigentlich sehr weit weg ist, nicht durch so eine Kurve hingeht, sondern wirklich weit weg bleibt, aber dann halt so ein kleiner Pfad zu dem Eingang tatsächlich erst hinführt. Das wäre eigentlich etwas, das ich sehr gerne noch ausprobieren würde hier hinten. Ich meine, hier kann man sich ja spielen. Also man kann das. Oh je, das war jetzt natürlich sehr super. Erstmal wieder hoch hier, ja. Oh Mann. Da würde man ganz gerne fliegen können. Das heißt, wir gehen jetzt absichtlich etwas weiter hinten in den Berg rein und schütten da vielleicht sogar einen kleinen Hügel auf. Dass hier dann der Weg tatsächlich in einem kleinen Tal entlang eiert. So ganz gemütlich. Ich denke, das könnte durchaus gut aussehen. Machen wir hier nochmal so ein bisschen verschlingert, dass man wirklich so einen kleinen Hügel oder halt zumindest ein Stückchen Wald reinbauen kann. Genau, sowas würde ich mir jetzt an der Stelle mal ein bisschen wünschen. Naja, so. Jetzt sind wir hier quasi schon sehr, sehr, sehr weit weg davon. Und jetzt müssen wir halt hier wieder irgendwie so grob in diese Richtung hier kommen, dass wir so ungefähr da vorne an diesem Eck ankommen, sage ich jetzt mal. Und dass wir dann quasi. Na, das heißt, wir können aber so machen, dass wir jetzt hier so in etwa auf die Höhe vom Berg kommen und dann hier von da irgendwie so einen Zugang zu Beinen legen. Das würde ich, denke ich, ganz cool aussehen, so. Das probiere ich mal schnell. Also das wäre jetzt halt das, was ich jetzt mir so vorstellen würde. Also wie ich denke, dass der Weg sehr schön werden könnte. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, weil ich in der Praxis sowas noch nie gemacht habe. In seiner Praxis gehe ich immer eigentlich, wenn ich Wege baue, eher so primär danach, wie sieht denn die Landschaft von vornherein so aus? Was würde sich denn anbieten als Weg? Und nicht, was würde denn schön aussehen später, wenn der Weg dann eh mal fertig ist? Weil ich ja eh alles künstlich aufbauen darf. Das ist eine sehr große Herausforderung, dass das dann auch schön wird. Das soll ja auch gut aussehen und ich meine, zur Not pflanzt man ja immer noch im Wald drauf. Wobei ich jetzt mit Wäldern im Moment noch etwas vorsichtig sein würde, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie sich die verschiedenen Laubarten noch entwickeln. Also was jetzt zum Beispiel passiert, wenn man eine Eiche pflanzt, ob die nicht ein paar Versionen später wieder aus verschiedenen Laubtypen besteht.
Na, und hier bin ich jetzt eher am Berg angekommen. Wo hier dieses riesen Hochtal drin ist. Das ist jetzt natürlich auch super. Also eh gleich wieder. Wo ist denn der Mund? Er geht eh schon langsam wieder unter. Ja gut, und jetzt ist halt hier dann das Ding, wo ich hier irgendwo einen Abzweig brauchen. Und den ich jetzt hier quasi mache. Und der Abzweig hat er dann quasi so Charakteristika, dass der jetzt hier so ganz verwunden rüber geht. Und es wird jetzt auch nicht bei weitem nicht jeder Cobblestone-Block tatsächlich zu Kies. Sonst wird er eher nur so vereinzelt dann hier so sein. Dass halt ein paar dieser Cobblestone-Blöcke dann noch Kies ersetzt werden. Viele wiederum nicht. Das ist halt wirklich so, dass man halt den Weg wirklich so ein bisschen suchen kann. Das ist halt wirklich so etwas verlaufen ist alles. Und dass man halt wirklich so, ja, halt wirklich das Gefühl hat, es ist so ein Pfad, der einfach durch öfteres Begehen entstanden ist. Nicht etwas, das wirklich angelegt ist. Weil einfach hin und wieder ein paar Kies, so ein bisschen Kies im Boden ist und dadurch dann der Weg quasi gekennzeichnet wird. So, der geht dann hier zur Tür. Dann kommen wir dann von hier ins Feld rein. Und jetzt hat es dann hier erstmal das grobe Machen angesagt. Also hier erstmal grob mit Erde auslegen. Was dann hier quasi begrünt werden kann, sage ich jetzt mal. Dann wird erstmal ein bisschen Kies so verteilt, dass es kein geschlossener Kiesweg ist, sondern ein bisschen offen und dann wird alles noch final mit Erde ausgefüllt. Es muss ja hier nicht unbedingt ein Berg dazwischen sein, sondern es kann ja auch theoretisch, haltet euch fest, ein Wald sein. Also so ein kleiner Hügel, vielleicht zwei Blöcke höher, dann ein Wald drin. Was halt wichtig ist, dass diese Türen, die Hintereingänge, tatsächlich auch über einen begehbaren Pfad zu erreichen sind. Das ist mir wichtig. Und ja, so soll es dann auch sein. Der Methode gliedern wir das dann hier quasi ein. Das ist vom Prinzip her das Vorgehen. Wie sich das dann jetzt später dann zeigen wird, das weiß ich nicht. Mache ich bestimmt auch später erst alles um alles einbauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier doch allein schon noch diesen Schlenker, den ich jetzt hier reingebaut habe, haben wir dann auch quasi schon die Tiefe vom Weg, dass man von unten dann nicht mehr sieht, dass das hier alles künstlich ist. Das ist ja der nächste Punkt. Man soll nicht sehen, dass das ja quasi alles fake ist, dass das nur aufgeschüttet ist. Das heißt, hinter dem Weg geht es dann erst auch ein Stückchen nach oben, bevor es dann da hinten wieder nach unten geht, wo ich mich dann hier in dem Hügel orientieren werde, an dem Hügel da vorne, an dem hier dazwischen. Und da dann irgendwo so eine Hügelverlaufsgrenze finde. Und dann auf den Hügel auch den einen oder anderen Baum pflanze. Und all solche Dinge halt mache, dass es einige, also es halt so aussieht, als wäre es schon immer da gewesen und nicht so aussieht. Oh, da hat jemand dir die Landschaft nicht gefallen. Oder hat jemand was in die Landschaft gebaut, was so echt nicht reinpasst? Ich weiß nicht, vielleicht baue ich hier auch schon noch so eine kleine Hütte hin. Das wäre dann quasi das erste kleine Haus von Eli. Hier, wo er halt dann auch wirklich wohnt. So eine kleine Holzfällerhütte. Ich spiele mich wirklich mit dem Gedanken, das hier alles zu bewalden. Und da macht sich so eine Hütte, die man halt aber dann wichtig vom Feld aus nicht sehen darf. Die kommt dann irgendwo dahin, wo dann auch so ein kleiner Pfad hinführt oder so, keine Ahnung. Ein Teich, also einen kleinen Teich will ich da auf jeden Fall reinbauen. Wobei einen künstlichen Teich zu bauen in dieser Version ein wahrer Graus ist. Spreche da aus Erfahrung tatsächlich.